Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Factorio. Ja, wir haben letztes Mal hier zugesehen, dass wir das ans Laufen kriegen. Hier unten war das letzte. Jetzt bauen wir wieder Erze ab hier und hoffen, dass die Tränke dann auch gebaut werden. Was ja eigentlich auch passiert. Hier ist ja wieder einer, da unten läuft was. Wo ist denn der erste? Hier in der Kurve, ne? Dann sehe ich gerade keine. Doch, da ist noch was. Na, da oben sind auch welche. Okay, dann geht das mit dem Tränken ja eigentlich auch voran, damit unser Auto fertig wird, ne? Wo ist denn hier der nächste? Da ist schon einer. Ich glaube, da ist schon einer. Gut. Das läuft. Da oben kommt ein roter Trank, wieder runtergenommen von irgendwem. Nö, der läuft schon durch. Auch interessant. Okay. Jetzt die Frage, was wir tun können, damit es hier ein bisschen irgendwie schneller läuft, ne? Zahnräder fehlen. Ich habe aber noch welche. Der Trank geht auch nicht voran. Hier fehlen auch Zahnräder. Für rote Tränke, okay. Hält er noch was anderes? Ne, doch, Kupferplatten. Aber die sind auch nicht das Problem. Und da ist gerade eine Flasche reingekommen. Und schon wird wieder produziert. Da ist die nächste. Roter Trank wurde auch geschnappt. Der grüne auch. Gut, das ist am Laufen erstmal. Macht er. Kupferplatten. Mal satt und schmutzig. Mein Ofen ist etwas schwierig, ne? Ja, gut. Da haben wir noch mehr für den Ofen. Da ist auch noch Platz dran. Okay, da läuft's. Hier oben ist nochmal eine Serie Öfen. Ja, hier ist voll. Kann ich ablegen. Aber es bringt's, wenn ich's rausnehme, ne? Ja, auch voll. Ja, Kupfer rausnehmen. Und hier sieht das genauso schlecht aus, ne? Die Platte kommt da gar nicht rein eigentlich. Die auch nicht, da haben wir den Bug. Da machen wir das rein und fertig. Kohle rein. Schmeißen, dann wird die los. Baumstämme haben wir da noch. Gut. So, da geht gerade nichts. Hier läuft's. Da ist schon wieder eine Flasche unterwegs. Da war der Draht. Ja. Die können noch abbauen, aber der nicht mehr. Da ist schon alles abgeerntet. Aber ich brauche zurzeit auch kein Kupfer, glaube ich. Ja, da läuft alles, bewegt sich alles. Hier wird abgepackt. Ich glaube, der ist auch schon wieder leer. Genau so ist es. Kann also auch weg. Ja. Ist nicht so prickelnd, ne? Hier, das kann auch alles weg.
Ne, F wollte ich haben. Das ist alles weg. Ach, guck mal, hier liegt noch mehr. Das können wir auch noch abräumen. So, das ist auch alles weg. Was ist denn hier los? Voll. Haben wir jetzt weggenommen. Oh, da sind 22 Roboterarme drin, die nehmen wir weg. Da sind 50 Fließbänder drin gewesen gerade. Ist auch nichts Interessantes, vielleicht die Zahnräder. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Dann nehmen wir die Roboterarme raus. Und die Elektroteile können wir auch noch mitnehmen. Hier ist ein Stahlträger drin. Ich weiß gar nicht, wo der weg ist. Da fehlen die Platten. Da genauso. Und da ist nicht anders, ne? Können wir die Elektroteile noch mit reinstecken. Und hier fehlen Roboter. Und auch Fließbänder. Ja, können wir so tauschen, ne? Hier können wir vielleicht noch die roten reintun. Grüne kommen gleich wieder. Ja. In gewisser Weise läuft's, ne? Grüne Tränke können dann wieder zubereitet werden hier. Er hat noch Futter, ne? Nur kein Platz auf dem Förderband. Tja. Lassen wir erst so. Was macht er hier? Nix. Hier fehlen Platten. Das war auch nicht viel. Gut, okay. Ein bisschen läuft. Die grüne Flasche ist durchgerutscht. Das heißt, vielleicht jetzt hier auch aktiv. Ja, fehlt nur eine grüne Flasche, die da jetzt kommt. Dann läuft das zweite Werk auch an. So, jetzt. Okay. Da rutscht noch eine durch. Dann wird die auch abgenommen. Rot wird da auch gebraucht. So, noch einmal, dann geht er. Da war. Gut, jetzt wird weiter produziert. Auch nicht schlecht. So. Ja. Gut, das Fließband läuft ziemlich schlecht eigentlich. Produktion der Forschung läuft. Also prinzipiell fehlen uns ja hier die grünen Flaschen, ne? Was können wir denn, ja, sollten wir? Forschungslabor.
Haben wir nicht genug Komponenten für? Okay, da fehlen uns die Eisenplatten. Die Eisenplatten machen uns ein bisschen das Problem, ne? Wo läuft denn Eisen? Ist hier drauf auf dem Band. Und hier steht's wieder. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wieder hier eine Eisenplatte liegt. Genauso sieht es aus. Hier liegen sie auf dem Band, können aber nicht abtransportiert werden. So ein Shit. Ich den da abbauen, ne? Kann ich den denn dann da hinbauen? Ne, drehen muss ich den. Ah, der nimmt dann raus. Das würde passen. Ich habe jetzt kein Eisen da drin. Es kommt aber auch gerade keins vorbei. Hier ist nur Kohle, 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 Kohle. Und ich brauche Eisenerz. Ja, hier steht's ja gerade so richtig, ne? Es rutscht nirgends sowas voran. Die Bahn steht hier, die äußere. Wir sind noch 50, ne? So, das ist richtig. Das ist richtig. Und jetzt muss ich noch so einen haben, genau. So, jetzt läuft das dann darüber. Ob es gut ist, weiß ich nicht. Es läuft auf der Innenbahn was. Aber auf der Außenbahn doch bewegt sich auch was gerade. Jetzt sieht man es wieder. Weiß nicht, ob das richtig läuft. Ja, muss wohl gehen, ne? Hier funktioniert wieder nichts, weil grüne Tränke fehlen, ne? Werden aber produziert, interessanterweise. Ich glaube, wir können mal hier fließbandtechnisch wieder was machen, ne? Nee, warte mal, das ist ja wieder falsch rum, ne? Da müssen wir mal hier lang gehen.
So, jetzt läuft es da lang. Da nehmen wir mal was weg. Dann läuft es auch wieder da richtig. Jetzt haben wir ein bisschen Bewegung reingebracht. 20 hätten wir noch. Wir können also wieder was weitermachen. Bringt es in diesem Moment aber auch gar nicht so wirklich, ne? Irgendwie ist das mit der Kohle zu viel. Die kommt hier oben rechts weg, ne? Läuft und läuft und läuft. Entschuldigung. Ja, jetzt die Frage, was wir hier oben machen, ne? Mit der Kohle. Also momentan würde ich sagen, hier mal einen weg, damit nichts mehr nachkommt, weil... Momentan. Aber der lang, ach, der Weg geht da komplett lang, alles klar. Dann können wir das gar nicht so handhaben. So, müssen wir wieder laufen lassen. Aber irgendwo hier. Ich glaube, die produzieren ja in die Richtung. Ich glaube, wir können hier einen abbauen. Der kann auch weg. Wir haben momentan einfach zu viel Kohle im Umlauf. Die muss erstmal abgearbeitet werden. Tja. Metall schmelzen wir. Frage, wer da was runternimmt. Wahrscheinlich keiner. Es ist zum Schmelzen auch nichts da. Und dann sind die Öfen deaktiviert. Ah, hier läuft jetzt gerade was. Da eigentlich auch. Da auch. Und dort auch. Die beiden sind da falsch am Platz. Das läuft. Das sieht eigentlich auch gut aus. Ne, da habe ich schon gerade gesehen, dass es wieder falsch gelaufen ist. Alles klar. Na, da läuft es gerade nicht, ne? Okay, hier wird gefüttert. Passt. Aber wir können nicht ablassen. Aber es rutscht jetzt auf jeden Fall schon mal. Gut. Wollen wir hoffen, dass es sich wieder dreht und bewegt. Ah, hier laufen beide. Das ist ja schon mal gut. Dann wird unser Auto auch bald fertig. Gut, aber für diese Folge würde ich sagen, soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.